In diesem Video geht es um meine Erfahrung mit dem ReSound One 9 mit Marie-Hörern, dem Flaggschiff von den ReSound-Hörgeräten. Hallo, ich bin Niklas Spichalski, Gründer von MySecondEar, und ich trage tatsächlich schon seit über 20 Jahren Hörgeräte, und ich habe für Sie das ReSound One 9 mit Marie-Hörern getestet. Nur noch mal so vorab, das ist mein persönlicher Erfahrungsbericht zu den ReSound One 9 Hörgeräten mit Marie-Hörer. Je nach Anpassung und Hörverlust kann natürlich das Hörempfinden hier variieren. Unsere Hörberater oder Akustiker beraten Sie natürlich auf Ihre individuellen Bedürfnisse und passen natürlich die Hörgeräte auch auf Ihre individuellen Bedürfnisse an. Dieses Video ist ein Erfahrungsbericht von mir zum ReSound One 9 Hörgerät. Wenn Sie einen Allgemeinbericht über das ReSound One Hörgerät haben möchten, dann klicken Sie am besten hier. Zuerst wird es in diesem Video um einen Erfahrungsbericht in verschiedenen Situationen gehen. Danach gehe ich auf positive Punkte ein, dann auf negative Punkte, und dann werde ich das ganze Video Revue passieren lassen. Eins der meistbeworbenen Features des ReSound One ist tatsächlich der Marie-Hörer. Das ist ein ganz neuer Hörer, neue Innovation von der Firma ReSound. Hier gibt es ein neues Mikrofon in dem Ex-Hörer integriert. Das heißt, hier sieht man einfach einen kleinen weißen Punkt. Das ist einfach ein weiteres Mikrofon, was quasi direkt im Ohr ist. Und das wird die meiste Zeit angesteuert. Das heißt, die meiste Zeit hatte ich wirklich meinen Sound über das Mikrofon gehört, über den Ex-Hörer. Und bei etwas schwierigeren Situationen wurde es dann auf die Mikrofone von dem Hörgerät umgestellt. Als ich das erste Mal das ReSound One Hörgerät am Ohr hatte und auf der Straße unterwegs war, kam mir der Lärm sehr reduziert vor. Also es war alles wirklich etwas leiser. Ob es jetzt die U-Bahn, Tram oder Straßenbahn war oder der ganz normale Autolärm, es war alles etwas reduzierter und die Sprachen waren sehr hervorgehoben und sehr, sehr klar. An das musste ich mich natürlich erstmal etwas gewöhnen, da es sich für mich etwas angehört hatte im ersten Moment, als höre ich etwas schlechter, aber dann die Sprachen waren dann doch sehr herausgefiltert. Das ReSound One habe ich natürlich auch in geselligen Situationen ausprobiert. Das heißt, ich war hier mit den Hörgeräten einfach in verschiedenen lauten Umgebungen unterwegs. In meinem Fall waren es hauptsächlich Restaurants, und ich habe mit der App tatsächlich etwas herumgespielt, zum Beispiel auf Speech Clarity. Also wenn man auf klare Sprache umstellt in der iPhone-App, dann wurde die Sprache wirklich sehr extrem hervorgehoben und die Hintergrundgeräusche waren wirklich sehr, sehr stark gedämpft. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Allerdings muss ich sagen, dass das Hörgerät den dominanten Sprecher immer sehr, sehr herausgefiltert hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel zu sechst in einer geselligen Runde im Restaurant sitzt und eine Person am Nachbartisch sehr, sehr laut und sehr dominant spricht, dann hebt das ReSound One aktuell noch etwas diese Person vom Nachbartisch hervor. Und so wird es dann etwas schwieriger, die Person am eigenen Tisch zu verstehen. Allerdings konnte ich hier ganz gut mit der App nachjustieren. Ich habe dann die App tatsächlich auf jeden Hören umgestellt, oder in meinem Fall auf Hear Everyone. Und so hatte ich dann wirklich alle etwas mehr im Fokus in meinem Tisch. Allerdings war die Sprache dann auch etwas gedämpfter und hier und da musste ich etwas näher hinhören. Allerdings muss ich sagen, dass, wie gesagt, die App sehr, sehr gut funktioniert hat und dass man wirklich auch sehr merkt, wenn man etwas verändert und Programme ändert. Ich habe das ReSound One natürlich auch in halligen Situationen ausprobiert. Hier im Büro haben wir sehr hohe Decken und große Räume. Von daher kann es sehr, sehr hallig sein. Hier hat das ReSound One an sich gut funktioniert. Allerdings haben hier leider das Gerät Phonak Paradise oder Oticon More etwas besser funktioniert. Kommen wir nun zu weiteren positiven Punkten über das ReSound One. Insbesondere die Konnektivität hat hier sehr gut funktioniert. Ich selbst benutze ein iPhone und hier gibt es eine direkte Schnittstelle zu den ReSound-Hörgeräten. Von daher konnte ich sie wirklich sehr, sehr schnell verbinden. Über die App geht das wirklich sehr einfach.
Und später auch, sobald ich das Hörgerät dann über die App verbunden hatte, musste ich dann einfach nur noch das Bluetooth anschalten und ich war wirklich sofort mit meinen ReSound One Hörgeräten verbunden. Über die Anbindung mit meinem iPhone habe ich mich dann über meine Hörgeräte per Google Maps einfach durch den Straßenverkehr navigieren lassen, dass ich einfach quasi die Navigation auf den Ohren habe. Das hat wirklich einwandfrei funktioniert. Die Lautstärke konnte ich auch gut anpassen. Das heißt, trotz des lauten Straßenverkehrs konnte ich immer noch gut alles über meine ReSound One Hörgeräte nachverfolgen. Zu der Musik, die Hörgeräte Domes, die ich drauf hatte, die haben sehr gut abgeschlossen. Das heißt, ich hatte relativ satte Klänge bei der Musik im Vergleich zu anderen Hörgeräten. Kommen wir nun zu ein paar Verbesserungspotenzialen des ReSound One Hörgerätes, insbesondere beim Marie-Hörer. Wenn der Hörer wieder etwas locker sitzt und ich ihn quasi so nachjustieren muss, dann pfeift er. Das heißt, es gibt eine Rückkopplung. Ein weiterer Punkt, ich trage häufig sogenannte Over-the-Ear, also über dem Ohr, Kopfhörer. Und hier muss ich die Lautstärke der Hörgeräte etwas reduzieren, da sie sonst leicht im Hintergrund pfeifen. Des Weiteren war bei den ReSound One Hörgeräten die Sprache wirklich immer sehr im Fokus und Hintergrundgeräusche immer etwas reduziert. Das ist etwas, was am Anfang wirklich sehr ungewohnt für mich ist oder war, aber ich würde mich sicher auch über einen längeren Zeitraum daran gewöhnen. Ein letzter Punkt ist, dass insbesondere in geselligeren Situationen das ReSound One sich auf dominantere Sprecher fokussiert hat. Hier könnte die räumliche Wahrnehmung noch etwas verbessert werden. Kommen wir nun zum letzten Punkt. Was kostet das ReSound One Hörgerät? Wir bei MySecondEar stehen für transparente Preise. Das heißt, wenn Sie runterscrollen, auf den ersten Link klicken, dann finden Sie dort den Preis und weitere Informationen zum ReSound One Hörgerät. Und auch wenn es ein Hörgerät, ein Premium-Hörgerät ist, was etwas teurer ist, kann ich wirklich sagen, dass es sich lohnt. Und falls Sie weitere Informationen haben möchten, dann tauschen Sie sich am besten mit unseren Hörberatern oder Akustikern dazu aus. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Am besten Sie abonnieren direkt unseren Kanal und oben können Sie noch auf die Glocke drücken. Dort bekommen Sie immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. So sind Sie immer auf dem neuesten Stand rund um das Thema Hörgeräte und Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.